Was ist eigentlich das arithmetische Mittel? Das arithmetische Mittel ist einfach der Mittelwert, wie man ihn zum Teil natürlich schon aus der Schule oder auch aus dem Alltag kennt. Wir machen das mal an einem Beispiel. Wir haben ein Burgerwettessen mit 7 Teilnehmern veranstaltet und hier sieht man, eine Person hat 7 Burger gegessen, eine 6, eine 4 und so weiter. Und wir wollen jetzt wissen, was ist hier das arithmetische Mittel? Das heißt, wie viele Burger würden pro Person im Durchschnitt gegessen? Die Formel für das arithmetische Mittel ist eigentlich relativ einfach. Diese ist nämlich Summe durch Anzahl in einfachen Worten. Was bedeutet das? Ich berechne die Summe dieser Werte, das heißt, ich zähle die alle zusammen. 7 plus 6 plus 4 plus 7 plus 4 plus 9 plus 9 plus 5 und das ergibt 42. Und das teile ich durch die Anzahl der Zahlen. Das sind 7 Werte, das heißt 42 durch 7 oder 6. Das heißt, mein arithmetisches Mittel ist 6. Die Personen in meinem Burger-Wettessen haben im Mittel 6 Burger pro Person gegessen.